Hallo und willkommen bei WikiWied Geschichte. Ich bin Sylwia Sawulska und der römisch-deutsche Kaiser Karl IV. Die heutige Prager Karl-Ferdinands-Universität. Die erste deutsche Universität wurde unter dem Namen Alma Mater Carolina gegründet. Aktuell zählt die Universität 17 Fakultäten und als Partner hat sie unter anderem die deutsche Johann Wolfgang von Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Ihre Studenten waren unter anderem die Schriftsteller Rainer Maria Rilke und Franz Kafka und der letzte österreichische Kaiser Karl I. Am 10. April 1945 schienen die Karten im Zweiten Weltkrieg endgültig neu gemischt worden zu sein. Dennoch, trotz der aussichtslosen Lage für Deutschland, verlässt an diesem Tag ein Transport das Konzentrationslager Bergen-Belsen Richtung Theresienstadt, wo die endgültige Vernichtung von mehr als 2000 Menschen erfolgen sollte. Der Zug kommt aber nie am Ziel an. Die Sowjets befreien fast zwei Wochen später bei Tröbritz die Menschen. Am 7. April 1945 ereignet sich das Massaker bei Hadersdorf am Kamp, das in die Geschichte als Kremser Hasenjagd einging. Ermordet wurden dabei ungefähr 61 Häftlinge einer Strafanstalt nahe Wien, die dort hauptsächlich aus politischen Gründen gefangen gehalten wurden. Einen Tag vor der Hasenjagd wurden die Insassen entlassen. Die Lage schien ohnehin aussichtslos zu sein, da bereits die Sowjets im Vormarsch waren. Einen Tag später kamen SS-Truppen ins Zuchthaus und erklärten, die Häftlinge seien infolge einer Rebellion geflohen. Daraufhin begannen sie mit der Jagd. Allgemein infolge der Ereignisse kamen über 360 Menschen zu Tode. Und nun das Weltgeschehen. Wenn Sie glauben, dass der erste Schauspieler, der in den Vereinigten Staaten es auf einen politisch bedeutsamen Posten geschafft hat, Arnold Schwarzenegger war, da täuschen Sie sich. Am 8. April 1986 schaffte es der Schauspieler Clint Eastwood zum Bürgermeister des Ortes Carmel by the Sea gewählt zu werden. Es war und ist ein sehr populärer Wohnort von zahlreichen Prominenten. Es lebten hier unter anderem Ernest Hemingway oder Jack London. Der Schauspieler Clint Eastwood wurde unter anderem durch zahlreiche Wildwestfilme bekannt oder als Dirty Harry in der gleichnamigen Filmreihe. Heute arbeitet er weiterhin als Schauspieler und Regisseur und im Amt des Bürgermeisters blieb er bis 1988. Hexenverbrennung, Scheiterhaufen und der Index. Dies wird vor allem mit der Inquisition in Verbindung gebracht. Und natürlich ihr wohl berühmtestes Opfer Galileo Galilei. Am 12. April 1633 begannen die offiziellen Anhörungen des italienischen Gelehrten vor der Inquisition. Galileis Hauptverschuldung bestand in der Verbreitung des kopernikanischen Weltbildes, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt. Eine Legende sagt, dass er beim Widerrufen seiner Ansichten leise vor sich hin gesagt haben soll, und sie bewegt sich doch. Es gibt aber auch Quellen, die diesen Satz einem anderen Inquisitionsopfer, nämlich Giordano Bruno, zuschreiben. Ein kleiner Schritt für einen Mann, ein großer Schritt für die Menschheit. Diese Worte stammen von Neil Armstrong nach der Mondlandung. Doch bevor es im Jahr 1969 soweit war, ist ein anderer 8 Jahre zuvor ins Weltall geflogen. Und dies war am 12. April 1961 Juri Gagarin. Dieses Ereignis war ein deutlicher Vorsprung für die Sowjets im Kalten Krieg. Neben der Wettrüstung war die Eroberung des Weltalls oberste Priorität. Und nun die Geburtstagskinder der Woche. Am 8. April 1847 ist Karl Wittgenstein, ein österreichischer Unternehmer und bedeutender Kunst- und Kulturmäzen, geboren. Seine Kinder waren unter anderem der berühmte Philosoph Ludwig Wittgenstein und der Pianist Paul Wittgenstein. Am 8. April 1859 wurde der deutsche Philosoph Edmund Husserl geboren. Zu seinen Schülern gehörte auch Martin Heidegger. Aber an seine Erkenntnisse knüpften unter anderem Sartre und Adorno an. Husserl war jüdischer Abstammung. Der bereits 1933 hochgeschätzte und geehrte Philosoph mit etablierter Position in der Wissenschaft blieb von der diskriminierenden Herrschaft der Nationalsozialisten nicht verschont. Es ging so weit, dass man ihm verbot zu unterrichten und zum Umzug zwang. Husserl verstarb im Jahr 1938.
Am 8. April 1941 wurde die exzentrische Vivian Isabel Swire geboren, die schon mal während einer Präsentation als Elisabeth I. auftrat. Die Rede ist von der Modedesignerin Vivian Westwood, einer der angesagtesten Modeschöpferinnen unserer Zeit. So, das war es auch schon wieder für heute bei WikiWied Geschichte. Bis bald und auf Wiedersehen.